Hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube zu Elden Ring. Da sind wir mal wieder. Und was soll ich sagen? Ich bin ein kompletter Trottel tatsächlich. Ich weiß, wie ich zu den Ruinen komme. Ich bin ein kompletter Trottel. Weil es geht hier lang. Und gucke da. Das sind die Ruinen. Und da ist der Tibierseefahrer. Es ist unfassbar. So. Unglaublich. Das ist mir tatsächlich so ein bisschen so halb peinlich. Ich wusste es nämlich nicht mehr. Also ich wusste nämlich tatsächlich nicht mehr, dass ich da einfach hochlaufen kann. Weil ich habe das Dingens ja mit diesem Fingerteil, das habe ich ja gesehen und dachte mir so, ja, okay. Aber anyway. Barrage, sehr schön. So, weil da geht es nämlich dahin, wo ich dann hin will. Wow. So, die Gold sammeln wir ein. So, das Missing Stone 5. So, da hinten um die Frösche jetzt gleich. Die sind gewascht. Die ganzen Leichen hier ist auch schön. So. Sehr gut. Wir machen nicht so viel Damage. Das ist doch nicht gut. So, Golden Rune 6. Sehr schön. So. Dann gehen wir kurz in das Schloss rein. So, das Hämmerchen nehme ich mit. Dafür bedanke ich mich. So, Amorous Cookbook.
Und da oben war, glaube ich, noch irgendwas, was ich wollte. Oder war das nicht hier? Doch, das war hier. Da war's. Ach, das war das Fire Scorpion Charm. Ah. Ja. Das andere habe ich leider, ja, ich habe leider eine Sache versemmelt mal wieder. Es gibt nämlich eigentlich ein Item, das hätte ich gerne gehabt. Achso, hier kann ich ja nicht. Aber das Problem ist, ich kriege dieses Item nicht, weil ich mit Rani's Quest viel zu weit fortgeschritten bin. Anyway. Naja. Was soll's. So, hier müsste jetzt Alexander, glaube ich, sein, ne? Danke fürs Ruckelspiel. So, dich bin ich. Also irgendwie ist der mit einem Bleed-Bild deutlich dämlicher zu killen. Ich kann mich auch komplett täuschen. Ich habe das Gefühl, mit dem Bleed-Bild ist der zigmal schwieriger. Oder mit dem, diesem Bild hier. Meine Fresse. Oh, Gott sei Dank. A new draconic power is available. So. Ah, I hardly think I've been take it. I won't be. Perhaps ours an old above the lock. There's an old above the lock. So, einmal torrent durch die Lava, sehr gut. So. Ja, lass mich hier unten sein. So, die Fidschis anmachen. Da hinten war, glaube ich, noch einen. Golden Tree, oder? Gravestone, hurra.
Ich habe keine Tränke mehr, sehe ich gerade. Was doof ist. Halt, also die Fiji. So. Dann einmal die Grace. Dann einmal kurz hinsetzen, Tränke auffüllen, Krönchen richten und weiter geht's. Halt, da will ich lang. Sacramental Bud. Nice. So, das brauche ich für Bock hier. Das wollte ich holen. Gib doch nicht irgendwas. Das sind die Sorcerer-Dinger, die sind mir egal. So, dann haben wir alle Glintstone Cones, glaube ich. Wird uns effektiv nichts bringen, aber wir haben sie zumindest. Nice. So. Das You're Beautiful haben wir auf jeden Fall. Das ist gut, weil dann können wir die Bock-Questler nämlich fertig machen. Weil der wird uns irgendwann fragen, dass er sich zu hässlich findet und wir deshalb bei Renala respecken will. Was bedeutet, dass er einfach stirbt. So, war das. What the fuck? Yeah, okay. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Wieso spawn ich da hinten wieder, wenn ich die Grace da hinten aktiviert habe? Das ist weird. Oh, 76.000 Runen weg. Ich flipp aus. Ich flipp so aus.
Ich habe nicht damit gerechnet, dass diesen Split. Ich dachte, ich kann draufspringen, sofort wegrollen. Das war der eigentliche Plan. Oh, gib mir das auf den Sack. Das ist echt krass, dass ich dieser Spell da, dass er so mega krass Damage macht. Nein. Danke. Aber langsam hier. Gott, geht mir das auf den Sack. So. Dann will ich mal kurz was gucken. Haben wir... Ach, das ist Ranis Chamber. Warte mal, da will ich nicht hin. Ja, das ist Quatsch. Zelubis ist schon tot, ne? Das bedeutet, wir werden sein Dingens nicht mehr kriegen. Wir werden das Scorpion Charm-Dingens nicht mehr kriegen wahrscheinlich, ne? Das habe ich versemmelt. Ich denke nie dran bei neuen Playthroughs. Das ist, glaube ich, der zweite oder der dritte Playthrough, den ich komplett neu anfange. Und jedes Mal vergesse ich, Zelubius Questline zu machen, damit ich dieses beschissene Item kriege. Ja, ist tot. Fuck. Jedes Mal vergesse ich, diese blöde Questline von ihm zu machen. Jedes Mal. Und jedes Mal habe ich das Problem am Ende, dass mir dann dieses komische Item fehlt. Ich hoffe einfach mal, dass es im DLC sowas Ähnliches gibt, was deutlich besser ist dann. Oh, Everstone, okay. Das wäre schön. Weil je nachdem, was wir im DLC für ein Bild machen, kann das vielleicht durchaus relevant werden. Weil es macht, glaube ich, 15% mehr Magieschaden. Es kann ja sein, dass wir irgendwas im DLC machen. Offen Bell Bearing. Bell Bearing Shop. Okay. Habe ich eigentlich was verkauft? Ein Tops eigentlich. Das ist die Frage. Wie soll ich erst diese Markierung noch hier? Sending Gate. Das haben wir doch schon gemacht. Puh.
Ach nee. Wir haben mit ihm nicht gesprochen, weil ich will jetzt mal kurz mit ihm reden. Dass er es wegkriegt, dann auch die Dinge abgeben. Bist du böse? Nee, ne? Strike the Deathwing. Okay, so das nächste Mal hingehen müsste jetzt aggressiv sein, weil wir ihm 4 Stück gegeben haben. Was fehlt uns noch? Ich will Ranis Questline machen. Wo müssen wir hin? Ancestral Woods. Wo ist ein Mimiktier? Mimiktier ist hier. War das die Ancestral Woods? Ich musste den Gargoyles. Ja, das war es. Okay. Das war... Ich will Ranis Quest dann abschließen. So, haben wir das. So, bitte. Müssen wir kurz die... Ich hab dich schon ein paar Mal bekämpft, du wirst keine Challenge sein, hoffe ich. Au. Fuck my life. Nein! Ja, so viel zum Thema, das ist keine Challenge. Ich hätte nicht trinken sollen, ich hätte einfach angreifen sollen. Ich hätte einfach Scheiß auf die Leben etc. Das wäre viel sinniger gewesen. Ich spiele manchmal tatsächlich ein bisschen zu vorsichtig, weil ich dann, oh Gott, ich muss mich unbedingt heilen, weil ich habe keine Leben mehr. Und dann habe ich jedes Mal ein Problem. So, komm her. Los, komm her.
geht doch. Achso, Torrent kann ich hier nicht rufen, okay. Na gut, haben wir das. Der ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist der Crucible Knight nicht so schwer. Der hat offensichtlich, die einen haben Drachenatem, die anderen Drachenschwanz. Das war mir bis gerade eben nicht hundertprozentig bewusst, wenn ich ehrlich bin. Achso, wann war das? Aber ja. Muss ich Fierce Questline eigentlich machen? I don't know, wenn ich ehrlich bin. Ich will eigentlich backstabben. Nein! Zombies Missing Stone 6, sehr schön. Das ist das viel größere Problem, eher mit dem Zomba kann ich eh nichts mehr anfangen, weil... ich habe die eh schon alle gekauft. Also ich bräuchte das Bellbearing 7 und 8 bräuchte ich, aber das kriege ich erst, wenn ich in... Farum Azula bin. War noch Gegner eigentlich dran? Ja. Ein Room Arc. Mir geht's gut. Mir steckt bloß ein Pfeil im Kopf. Mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Ist nur ein kleiner Kratzer. Wo ging's denn da lang? Ist nur ein kleiner Kratzer, dir der Pfeil im Kopf. Kein Grund für irgendeine Besorgnis. Ich bin immer gespannt, wie das jetzt ist mit den Gargoyles. Order Healing, nice. Mal gucken, wie ich jetzt mich bei den Gargoyles schlag. I don't know. Ist tatsächlich spannend, weil ich weiß es wirklich nicht. Mit den bisherigen Builds, also, das ist erstmal Dingens hier. So, das ist wieder vor. So, mal gucken. Ich frage mich übrigens, wann er, ob er jetzt da draußen ist, also ob das Being Summoned, ob das der Punkt ist, wo er dann speichert oder erst wann anders. I don't know. Wir tun.
Was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen Rikard besiegen, oder? Geil. Ah, beide mit Bloodlust gekillt. Holy fuck. Okay, ich glaube, das erste Mal, wenn das Summoning kommt, dann ist es, glaube ich. Also ein, zwei Sekunden, bevor das Ding kommt, Summon is Corporator, dann kommt das. Okay. So, da haben wir die. Summon Sign disappeared. Okay, aber nicht doch, du scheiß Gargoyle, komm runter. Oh, fuck me, das Poison, das Poison, das Poison, das Poison. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin doch weggerollt. Ich bin doch eigentlich weggerollt. Wie hat der mich erwischt? Ich probiere mal übrigens was anderes.
Dass es so fies, dass du dieses scheiß Gift nicht ordentlich siehst. Fuck my life. Nein! Stagger? Fuck. Nein! Wieso kriege ich keinen Stagger bei dem? Wie hoch ist denn dem sein fucking Poise Damage? What? Der andere Gargoyle ging locker down mit dem Poise und der überhaupt nicht, der zweite. Ich hab die ganze Zeit auf diesen scheiß Stagger gehofft, dass der endlich staggert. Was ein Bullshit. Hallöchen, Koppel. Schönen guten Abend. Fuck me. Na, probieren wir es mal mit beiden. Ich dachte eigentlich, wenn ich das doppelhändig mache, dass ich einen mega krassen Stagger kriege bei dem anderen. Weil wenn es nicht der Fall ist, einfach das hier machen. Stack ist ein Heavy Weapon noch besser, oder? Ja, aber es geht mit dem Katana tatsächlich auch eigentlich, wenn du es zweithändig nimmst. Darum hat mich das gerade aber so irritiert, dass das, weil bei dem Gargoyle jetzt super funktioniert, bei dem, bloß bei dem Twin Blade funktioniert das nicht.
Warum auch immer. Oh, fuck my life. Das scheiß Gift. Well. Und Koppel, hast den Boss gestern noch platt gekriegt. Mach mal Blattslash. Ja, beim vierten Versuch lag er dann. Sehr schön, dazu brauche ich 80. Gut. Gott sei Dank. Tage davor habe ich mich Stunden abgerüppelt und dann gehe ich ein paar Mal vor der Lulz rein und dann klappt's. Ich glaube tatsächlich, manchmal ist es gar nicht mal schlecht, wenn man einfach sagt, YOLO, fuck it. War ich irgendwo ein Bonfire? Ach, denn. Aber ja, cool. Benutzt du dann schon ein Bild vom DLC oder hast du noch einen Standard Elden Ring Bild?